Wir sind hier in der Halle 6, Developer Playground ist hier groß angesagt. Heute Barcamp, gestern schon und morgen Hackathon. Was geht hier ab in der Halle 6? Ja, ist im Endeffekt ein ganz besonderer Platz auf der CeBIT. Hier kommen die Hacker zusammen und können einfach Hardware ausprobieren und Software ausprobieren. Show and Tell ist das Motto. Also jeder zeigt, was er hat, jeder zeigt, was er kann. Man kann hier mit Beacons rum experimentieren, man kann hier mit Google Glass experimentieren. Und das sind Sachen, die interessieren die Hacker. Und das in einem Rahmen, wo normalerweise außenrum eher so langweiligere Themen behandelt werden wie ERP und CRM. Aber das hat ja schon jeder. Wir interessieren uns ja dafür, what's the next, was sind die coolen Gadgets und darum sind wir hier. Wird das wirklich nach Ur-Barcamp-Prinzipien dann durchgeführt? Gibt es also dann vorher einen Session-Pitch, eine Vorstellung und dann eine Abstimmung, wer wo was vortragen kann oder wie läuft das? Genau, es gibt hier zweierlei. Also zum einen haben wir diese Sponsor-Tracks, die hier vorne auf der Bühne stattfinden, wo dann zu bestimmten Themen, die wir einfach auf jeden Fall hier setzen wollten, abgehandelt werden. Aber auf der anderen Seite, ursprüngliches Barcamp findet genauso statt. Wir haben hier verschiedene Räume außenrum. Morgens gibt es den Pitch. Danach geht's ab in die Sessions und Barcamp as usual. Ich habe ja auch gesehen, es geht auch um Lego, es geht auch um spielerische Themen, es geht aber auch wirklich im Schwerpunkt, glaube ich, auch um Hardware, ne? Genau, richtig. Also im Endeffekt Show and Tell. Ich kann ja, Software kann man mal schlecht zeigen und Hardware kann man schön angreifen. Und insofern hat man sich natürlich auch dazu entschieden, diese Königsdisziplin, die Hardware hier mit vor Ort zu haben. iBeacon, da bist du ja so ein bisschen der Trendsetter, du hast ja was mitgebracht. Was kann man damit machen? Im Endeffekt mit iBeacon kann ich überall dort Lokalisierungsinformationen zuspielen, wo kein Internet oder kein Handyempfang dementsprechend möglich sind. Darüber werden ganz neue Dienste wie zum Beispiel Indoor-Lokalisierung, Couponing am Point of Sales möglich, aber auch dementsprechend Check-in-Check-out-Systeme bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist ja ein gewissermaßen anderes Konzept als jetzt NFC. Es ist eine andere Philosophie, die dahinter steckt. Ne? Ja, nicht nur eine andere Philosophie, sondern auch eine andere Technik. NFC muss man sich so vorstellen, ich habe immer irgendwo 10 cm Abstand, wo ich in die Nähe reinkommen muss. Ein Beacon ist im Endeffekt barrierefrei. Das heißt, in einem einstellbaren Radius kann ich Informationen zur Verfügung stellen. Das geht über Bluetooth? Das geht über den neuen Bluetooth Low Energy Standard. Bluetooth kennt man ja noch als bestehenden Chip. Bluetooth als bestehender Chip ist immer so eine hohe Datenrate, hoher Energieverbrauch und eine geringe Reichweite. Der Bluetooth 4.0 Standard oder Bluetooth Low Energy Standard funktioniert so, dass man einen geringen Energieverbrauch hat, keine hohe Datenrate, sind sehr geringe quasi, aber dafür über eine enorme Reichweite verfügen. Also wir können darüber locker bis zu 40 Metern Informationen einem zur Verfügung stellen. Ist ja auch bei einer Entwicklerkonferenz von Apple auch mal groß angekündigt worden und ist dann aber, sagen wir, in der Tech-Szene ziemlich belächelt worden, anfänglich. Ja, ich denke, im Moment ist eigentlich der Trend eher umgekehrt, sondern im Moment ist es so the next hot shit oft definiert. Ob man es jetzt unbedingt so nennen will, das ist mir jetzt mal dahingestellt. Aber es sind halt viele Dienste, die vorher nicht möglich waren, werden jetzt möglich. Und ich glaube, Apple hat dem Ganzen sehr gut getan, weil im Endeffekt das Thema mittlerweile salonfähig wird, weil mittlerweile die Retailer drüber sprechen, alle möglichen anderen Firmen sprechen darüber, die Agenturen schauen sich das Ganze an. Überall, wo das Thema Beacon fällt, gehen die, also jeder schaut nach oben und schaut, wo gibt es diese Beacons, ich möchte das ausprobieren, ich möchte es kennenlernen. Und genau deswegen haben wir gesagt, stellen wir die Beacons hier zur Verfügung, dass man es live ausprobieren kann, dass man rumhacken kann, dass man Code-Snippets in seinem eigenen Programmcode mit reinbringen kann und seine eigene App im Hintergrund aufweckt, um neue Dienste zu ermöglichen. Wir sind jetzt am zweiten Tag des Barcamps. Was hat sich jetzt hackermäßig so alles abgespielt? Ich muss gestehen, ich kann ja gar nicht so viel sagen, was hackermäßig hier passiert ist, weil wir sind in einer Doppelfunktion hier und haben noch bei Code N, bei dem Startup-Wettbewerb, als Alumni-Partner noch einen größeren Stand, den wir zu betreuen haben. Und das Thema Beacon ist heiß, sie rennen uns die Bude ein. Was sind, sag mal, so die populärsten Anwendungsfelder, die man so in nächster Zeit sehen wird? Ja. Ich glaube, also wenn wir jetzt mal auf Retail schauen, weil Retailmarkt schaut sehr stark auf Beacons, das ist so ein klassisches Couponing. Was man sehr schön visualisieren kann, ist eine Indoor-Navigation. Das haben wir zum Beispiel hier live demonstriert. Wer jetzt noch auf der CeBIT ist, kann gerne vorbeikommen an den Code-N-Stand und sich dort live über den Stand navigieren lassen in Form von der Code-N-App. Das ist die Code-N-App 14 oder so, ne? Genau, einfach coden eingeben und so findet man es auch schon direkt im App-Store und im Android-Store.
Was könnte man sich noch vorstellen für den stationären Einzelhandel? Was wäre da noch möglich? Also wir gehen hin und sagen, wir möchten die Person nicht auf dem eigenen Screen abholen, weil der Retailer schafft Erlebniswelten und er mag nicht, wenn jemand nur aufs Handy blickt und die Erlebniswelt nicht mehr mitbekommt. Deswegen haben wir uns mit einem anderen Startup zusammengetan und haben den Beacon quasi in ein Display integriert und haben das so ermöglicht, das intelligente Schaufenster zu gestalten. Sprich, jeder, der davor steht, bekommt eine andere Information ausgespielt. Das haben wir jetzt hier visualisiert, indem er die eigenen Facebook-Friends-Graph aufgezeigt bekommt, was natürlich unter dem Motto Big Data eine sehr schöne Visualisierung ist, weil gerade unter dem Deckmantel Big Data ist es unheimlich schwierig, überhaupt etwas zu zeigen auf der CeBIT. Das sieht man bei vielen Ausstellern, dass die gar nicht wissen, was sie dementsprechend zeigen sollen. Und man läuft durch die Reihen und ein Stand sieht aus wie der andere. Und die meisten haben einfach Facebook und am eigenen Freundesgrafen zu visualisieren, was wirklich Big Data ist, erschien uns da einfach als die beste Möglichkeit. Der nächste Schritt wäre doch dann personalisierte Display-Werbung. Genau, richtig. Das könnte man genauso machen. Wobei man aufpassen muss, wir wollen die Leute nicht penetrieren. Ich würde das eher so beschreiben. Wir haben jetzt in 4 Wochen die HMI, die Hannover Messe Industrie. Und dort haben wir viele erklärungsbedürftige Produkte. Wenn ich jetzt dort eine Baukomponente habe, da kann sich keiner vorstellen, wo baue ich die denn jetzt ein. Dann könnte ich die in diesem transparenten Screen darstellen und könnte, je nachdem, was für eine Benutzergruppe davor steht, denen aufzeigen, wo kann ich das Teil verbauen. Wenn ein Automobiler davor steht, zeige ich denen auf, wo kann dieses Teil im Automobil Gebrauch finden. Wenn aber jetzt derjenige, der eine Automatisierungsanlage hat, davor steht, dem zeige ich dann, wo dieses Teil eine Automatisierungsanlage Anwendung findet. Und so haben wir ein dediziertes B2B-Marketing, was im Endeffekt nicht aufdringlich ist, weil die suchen nach dieser Information. Wir wollen keinen penetrieren und sagen, hier noch, schau dir das an, schau dir das an. Also das war jetzt alles voll plakatiert mit diesen Pop-Ups, die man früher mal so schön geblockt hat im Internet. Das wollen wir sicherlich nicht vor Ort haben. In der Produktionsanlage, wo diese Maschine gebaut wird, die brauchen ja auch Umgebungsinformationen. Was liegt gerade auf dem Band auf, was muss noch gemacht werden? Wenn man jetzt an Baumaschinen denkt, die sind nicht vom Fließband, die sind im größten Teil individualisiert. Bedeutet, was für einen Ländercode haben die drauf? Das heißt, der eine in den nordischen Ländern muss sich Tageslicht anschalten. Das heißt, die bekommen eine andere Hardware verbaut. Okay. Und wenn ich dort so einen Beacon reinlege in der Produktion, weiß ich genau, okay, das ist Fahrzeug XY, das braucht die Spezifikationen für die Zukunft. Und da macht das natürlich unheimlich viel Sinn. Okay, dann bekommt die Maschine quasi so eine Identität. Richtig, genau. Und das Ganze, ich muss nicht mehr hingehen, muss irgendwo was abscannen, da kann der Zettel abgerissen werden oder sonstiges, sondern ich pack den Beacon dran und dann kann ich in dem Umfeld von der Maschine, habe ich die Information. Weil man kann sich das ja vorstellen, vorne hängt der Sticker dran, aber ich stehe jetzt gerade hinter der Maschine und überlege jetzt gerade, was für eine Maschine das ist, dann müsste ich jetzt wieder außen rumlaufen und man erspart sich halt einen Haufen Arbeitsschritte. Und im Endeffekt, was dem Arbeiter gut tut und die Zeit hat nochmal schont, macht auch dem Arbeitgeber wieder Spaß. Sinn der Code N-Halle ist ja auch von der Messeleitung so ein bisschen frischen Geist in die CeBIT zu bekommen. Ist das gelungen? Definitiv. Also 2012 wurde zum ersten Mal Code N durchgeführt. Damals waren wir selbst Finalist. Mittlerweile 2014 als Alumni-Partner dabei. Und Code N ist im Endeffekt der Place to be für Startups auf der CeBIT meines Erachtens. Es wird sich immer stärker zentralisieren. Wer in der Halle drüben war, der hat gesehen, das ist die Halle der Superlative. Die Presse ist auch ganz gezielt hauptsächlich in die Halle 16 reingelaufen, um zu schauen, was ist Neues. Wie wir vorhin schon angesprochen haben, die anderen Hallen, ERP-Systeme haben sie schon oft drüber berichtet, CM genauso. Und über diese Handy-Cases, die es in allen 1000 Farben gibt, ist auch nicht so wirklich spannend. Und da hat man einen spannenden Talk, das war ein Social Media Roundtable, mit dem Geschäftsführer, Deutschlandchef von Salesforce und noch ein paar anderen Startups. Und da haben wir darüber diskutiert, dass der Content, der immer bei Social Media unheimlich wichtig ist, aber auch, wo kriege ich guten Content her? Und Startups haben kein Problem für guten Content. Also entweder wenn sie ein gutes Produkt haben, haben sie guten Content. Und wenn sie kein gutes Produkt haben, dann sind sie sowieso wahrscheinlich dann nicht mehr so lange als Startup unterwegs. Also insofern tut das im Endeffekt immer richtig gut. Braucht die CeBIT nicht noch mehr Code-N-Geist? Also wenn man sich die anderen Hallen anschaut, die klassischen Netzbetreiber, die klassischen IT-Anbieter, die summen immer das gleiche Lied, habe ich den Eindruck. Und das seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich hier zur CeBIT gehe, bestimmt schon seit 20 Jahren. Und braucht man nicht sowas wie heute mit dem Hacker-Barcamp, morgen Hackathon, dann diese Geschichte in Halle 16, sollte sich da die Messeleitung noch mehr einen Ruck geben, in diese Richtung zu denken? Ich glaube, die sind dran. Also im Endeffekt, man muss ja auch sehen, so eine CeBIT
ist ja wirklich wie so ein Tanker und bewegt sich auch nicht so einfach, weil wenn die von heute auf morgen ihr komplettes Modell umstellen, dann bricht das zusammen. Das kann man nicht so einfach machen. Das heißt, die müssen immer einen kleinen Schritt nach vorne denken. Und wenn man sich jetzt anschaut, was von 2012 bis 2014 passiert ist und welchen Stellen wir als Startups bekommen haben, das ist enorm. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, zum Beispiel die Hannover Messe arbeitet ja auch sehr, also die Messe, Deutsche Messe AG arbeitet sehr eng auch nochmal mit dem Bundesverband Deutsche Startups e.V. zusammen. Das heißt, die holen sich das Know-how von den Startups, die möchten wissen, was brauchen die, was können wir denen bieten und versuchen derzeit alles möglich zu machen, um wirklich auch an die Startups ranzukommen, um die richtig zu adressieren, um denen Mehrwert zu bieten. Mein Eindruck ist ja auch, dass mittlerweile auch so ein bisschen die Blogger-Szene auch in der normalen Wirtschaft angekommen ist. Also dass das jetzt nicht mehr so ein Exot ist wie Websiety. Ach so, ja okay, das sind so die Spinner, die sind normalerweise dann auch zur Republika gehen, nach Berlin. Man sieht den Sascha Palenberg mit seiner Tech-Show bei Intel. Man sieht Blogger in Mittelstandsrunden. Und irgendwie die Start-up-Unternehmer sind ja eigentlich auch schon so ein Teil in der Wirtschaft und jetzt nicht mehr nur so irgendwie so ein Randbereich, so ein Exotenbereich. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein sehr positiver Wandel, würde ich es beschreiben. Aber ich glaube auch, da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr, übrigens auch in der Berichterstattung in der Blogger-Szene über diese Sachen. Ja? Also da ist immer das Thema Wirtschaft immer noch ein bisschen unterbelichtet. Man sieht es immer bei River, beim News-Aggregator, dass diese Themen eigentlich nie so weit oben sind. Ne? Also was ich spannend finde, dass man ganz oft auf Blogs liest, so, die Cebit ist tot und geht nicht dorthin. Aber wenn ich jetzt hier vor Ort bin, ich bin die letzten 3 Jahre jedes Mal vor Ort gewesen, ich treffe unheimlich viele Blogger hier vor Ort, die ich kenne und die immer Spaß haben, weil sie sich untereinander treffen. Und das ist mit auch einer der Hauptgründe für eine Messe, dass man sich dort vernetzt, dass man sich dort treffen kann und nicht jeder in der Weltgeschichte rumfahren muss, sondern alle zentral zusammenkommen. Und wie wir dann auch sagen, die Märkte sind Gespräche, das findet auf einer Messe statt. Und insofern, das finde ich einen sehr schönen Anreiz. Also ich glaube, wir können uns da auch so ein bisschen nochmal öffnen von seitens der Blogger-Szene und brauchen das nicht immer schlecht zu reden, weil im Endeffekt gehen wir dorthin und haben eine tolle Zeit, sondern eher schauen, wie können wir das positiv für die Zukunft weiter mitgestalten. Weil dann kriegen wir auch nochmal mehr Gehör und sind auch an den richtigen Stellen mit vertreten. Vor allen Dingen auch beim klassischen Mittelstand. Ja, die haben ja unheimlich viel Fragezeichen auf ihrer Stirn. Wenn sie an das Thema rangehen und sagen, ja, nee, mit Social Media Guideline und dann Marketingplanung und bla bla bla. Aber sie sagt, nein, geht doch mal mit eurer Produktkenntnis, mit eurer Expertise ins Netz. Macht Fachdiskussionen, versucht also auch über Fragen Anregungen zu bekommen und kommt mit den Leuten ins Gespräch und hört auf mit diesem blöden Plastikdeutsch in den Marketingbotschaften. Ihr als Mittelstand habt da viel größere Chancen als Konzerne, die da, sagen wir mal, ganz andere Abstimmungsschleifen machen müssen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man denen klar macht, dass Social Media nicht Facebook ist. So im Endeffekt, wenn ich jetzt an die kleinen Mittelständler denke, die sind nicht so sexy, dass man die jetzt unbedingt liked oder dass man da so drauf geht, aber es gibt so tolle Fachforen, es gibt Blogs, wo man dementsprechend seine Expertise mit einbringen kann. Und das auch als Mittelständler. Und dort ist mal gefragt. Dort ist wirklich diese Information gefragt. Und genau an den Stellen sollte man das nochmal stärker vernetzen. Und ich glaube, diese Awareness, die muss man quasi erstmal aufwecken. Genau, also Aufruf an alle Blogger, ja, nicht nur über Datenschutz und NSA zu schreiben und über Emanzipation und vegane Ernährung, sondern sich vielleicht auch mal wirklich mit der Wirtschaft zu beschäftigen, denn die ist ja auch noch relevant für unsere Volkswirtschaft und einfach mal, ja, nächstes Jahr zur CeBIT kommen, oder? Gerne, auf jeden Fall und wir werden sicherlich nächstes Jahr auch wieder hier vor Ort sein. Also Code N macht uns Spaß, wenn wir dann nochmal eine Möglichkeit finden, dort Startups zu unterstützen oder auch vom Bundesverband Startups e.V. her, werden wir sicherlich nochmal hier einen Anknüpfungspunkt finden. Vielleicht machen wir mal ein Mittelstandsbarcamp. Gerne, also bin immer aufgeschlossen für solche Formate. Was mein persönliches Anliegen wäre, generell nochmal eine Nachberichterstattung drüber zu schauen, was hier bei SpaceD gelaufen ist mit dem Developers Playground. Das ist ein Pilot, der gestartet wurde. Wenn der aber nicht irgendwie angenommen wird, wenn darüber nicht geschrieben wird, dass es so etwas gibt, dass hier Hacker zusammenkommen können, live auf der CeBIT zum Hackmarathon gegeneinander antreten, wirklich alle Gadgets mit nach Hause nehmen, dann wird es sowas nicht mehr geben. Und das wäre wirklich schade, wenn so ein zartes Pflänzchen gleich im Keim erstickt. Insofern, das wäre so mein Aufruf nach außen. Ich habe jetzt keine Aktien an dem Thema, muss ich mich auch gleich outen. Ich finde es einfach nur eine dufte Sache und wir unterstützen das in allen Regeln, was wir können. Und bitte euch dann natürlich auch, vielleicht dort auch den einen oder anderen Blogartikel drüber zu schreiben und darüber zu berichten.